Wie es sportlich um die Werner Schlage Academy steht, sehen Sie in dem folgenden Interview mit dem sportlichen Leiter Richard Brause. Richard Brause, wie sieht es sportlicherseits in der WSA aus? Wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben Stand Ende September über 1000 Trainingsgäste gehabt. Ich spreche jetzt ganz bewusst nicht von den Europameisterschaften, sondern unabhängig von den Europameisterschaften, von Trainingsgästen, die sich eben hier zu kürzeren oder längeren Aufenthalten befinden. Im Schnitt sind das also Nächtigungen, 7000 Nächtigungen, die wir sozusagen akquiriert haben. Und das ist, denke ich, eine tolle Geschichte für die WSA, aber natürlich auch für Schwächert. Wie sieht die Auslastung der WSA aus? Es ist so, dass wir im Schnitt annähernd 20 Tische eigentlich täglich belegt haben. 54 Spieler leben in Schwächert und Umgebung, sind also extra hierher gezogen, um eben am Ende hier Tischtennis zu spielen, Tischtennis sich zu verbessern. Und dazu kommen eben die von mir angesprochenen Trainingsgäste. Also es ist schon eine Menge zu tun. Jetzt sind Sie ein profunder Kenner der Tischtennisszene in Europa. Wenn Sie einen Vergleich ziehen, Österreich, im speziellen Schwächert, zu Deutschland, wie fällt dieser Vergleich aus? Und ich denke, dass Deutschland natürlich die herausragende europäische Tischtennisnation ist, aber ich bin oft angesprochen worden, also ein vergleichbares Zentrum in Deutschland gibt es vielleicht in Düsseldorf, aber da gibt es natürlich auch eine ausschließliche Ausrichtung auf das deutsche Tischtennis. Diese Ausrichtung, dass man auf der einen Seite aus österreichischer Sicht ein österreichisches Zentrum hat mit der gleichzeitigen Möglichkeit internationale Top-Spieler, ich denke zum Beispiel an den Markus Freitas, der ein Top-20-Spieler der Welt ist, von dem wiederum auch die österreichischen Top-Spieler wie ein Gardosch, wie ein Haveson, wie ein Fegal profitieren. Das sind natürlich dann Kombinationen, die vielleicht sogar einmalig in Europa sind. Wie sieht die Zukunft dieser WSA in sportlicher Hinsicht aus? Aus unserer Planung ist es so, dass wir weiterhin nach Kooperationen streben, so wie wir das mit den lateinamerikanischen Nationen gehabt haben, zum Beispiel Venezuela, die auch wieder im nächsten Jahr in die WSA kommen wollen und wir arbeiten natürlich auch nach wie vor sehr, sehr eng mit der ITTF und der neu strukturierten ETTU zusammen. Also ich denke, wir haben da einige interessante Projekte am Laufen und wir hoffen natürlich auch, dass wir mittelfristig wieder große Events wie die Europameisterschaften in der WSA hoffentlich auch in Zusammenarbeit mit dem Multiversum ausrichten dürfen. Wie sieht der Trainingsplan Ihrerseits aus, der tägliche? Nun, es ist so, dass wir im Grunde drei Trainingseinheiten anbieten. Die erste Einheit geht dann meist morgens 9.30 Uhr los und ist so gegen 12 Uhr beendet. Dann haben wir eine zweite Trainingseinheit von 15.30 Uhr bis ca. 18 Uhr. Das sind eigentlich so die groben Trainingseinheiten der, der Profis. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, eine weitere Einheit eben anzubieten, wo dann eben zum Teil eben auch der Nachwuchs aus Schwächert und Umgebung, der Nachwuchs des österreichischen Tischtennis bei uns hier trainiert. Und das wird häufig auch von den Profis genutzt, um ihrerseits eine mögliche dritte Einheit zu machen. Also insofern ist da eigentlich auch diese Durchgängigkeit gegeben, was ja eigentlich in jeder Sportart als Ziel ist, dass man eigentlich sagt, okay, da gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, einen Weltklasse-Spieler in der gleichen Halle, in der gleichen Zeit zu sehen mit jüngeren Spielern, die vielleicht irgendwann den Weltklasse-Spieler beerben wollen.